Das heißt, jetzt geht's weiter. Eigentlich sollen wir die ganz einen Tag lang in Ruhe lassen. Aber wir machen jetzt schon weiter. Richtig. Wie geht's weiter? Es geht weiter. Wir tun die Zuber aufschneiden und in Portionsstücke zerteilen, dass die dann bloß im Ofen nochmal knusprig gemacht werden braucht und dann verzehrt werden kann. Okay, also wir portionieren. Sure, wir schneiden ein auf dem Brustbein. Ja. Typen und drüben vom Brustbein. Ich mach schon mal mit, André. Du guckst noch ein bisschen, ne? Brustbein, so ist erhöht. Oh, gut. Einfacher als vorhin das mit dem Fuß hier. Mhm. Dann tun wir dieses Schlüsselbein. Schlüsselbein, ja. Entfernen. Mhm. Das kann man sich so ein bisschen frei machen und bricht das einfach aus. Das ist ja einfach. So, Schlüsselbein brechen. Lass. Schlüsselbein brechen geht einfach. Schlüsselbein brechen. Habt ihr das gehört? Das ist meine Spezialität. Ja. Schlüsselbein brechen. So. Gut. Okay. Dann sachte den Hals reinfahren und auseinanderziehen. Den Hals. Und sachte auseinanderziehen. Okay. Von dem Knochen weg sozusagen. Von dem Knochen ablösen. Bis vor Mutterwurzel. Mutterwurzel. Bis zum Purzel. Bis zum Purzel. Alle beide selben. Sehr schön. Na guck mal, da ist der Apfel wieder. Ist noch da, ne? Ist noch da. So. Und dann kann man die Keulen einfach rausdrücken. Und dann fasse ich hinten an und du das sachte die Karkasse nach vorne. Karkasse. Das ist die Karkasse. Abziehen. Mhm. Das ist die Karkasse. Okay. Meine Karkasse kommt auch schon, ne? Halt. Sandra und die Karkasse. Das ist ja schön. Das ist die Sache. Und jetzt kommt die ganze Deko raus. Ja. Genau. Sieht jetzt ein bisschen besser aus. So. Genau. Und jetzt sind wir fertig. Jetzt drehen wir es um. Jetzt drehen wir es um. Okay. Und du noch die Brust teilen. Okay. Brust weg. Genau. Brust und dann weg. Schneiden wir von dem Flügel die Brust noch ab. Und hier so? Jawohl. Ja. Die Brust kann man aufteilen, je nachdem wie groß sie ist, wie groß der Appetit ist, ein, zweimal. Ich würde zweimal vorschlagen. Okay. So schräg. Bisschen schräg, bisschen hübsch. Das Auge ist ja mit bei der Brust. Ja. Und dann ein bisschen Rotkraut, bisschen Soße. Bisschen Klöße. Soße machen wir jetzt gleich noch. Ja. Zeige ich euch, wie es geht. Und dann schlicht man sie aufs Blech, dass wir sie schön knusprig machen können. Zu Hause hat man ein Backblech. Wir nehmen hier so einen Einsatz, weil das in meinen Backofen reinpasst. Und dann schlicht man die Teile mit der Haut schön nach oben drauf. Ach, da wird es noch ein bisschen knusprig gemacht. Genau, machen wir sie noch knusprig. Ja. Okay. Wir treffen uns am Herd. So, und hier ist der Herd. Machen die Soße fertig. Die Soße. Das ist das Wichtigste. Genau. So, erzähl mal. Wir machen uns ein Bräter heiß. Bitte, was machen wir heiß? Ein Bräter heiß. Ein Bräter. Ja. Mit wenig Gänsefett. Okay. Wenig Gänsefett, merken. Heiß werden lassen. Heiß werden lassen. Und da drin braten wir die ausgelösten Knochen von der Gans. Und ich habe hier nochmal ein bisschen Gemüse geschnitten. Das sind kleingeschnittene Möhren, Äpfel, Zwiebel und ein bisschen Lauch. Und das ist das Ausgelöste, ja? Genau, ja, das ist das Ausgelöste, das habe ich klein gemacht. Okay. Das braten wir jetzt zusammen. Darf ich rein? Ja. 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 Okay. Das Gemüse dazu. Gemüse einfach drauf. Rein. Das tun wir kräftig anbraten. Was ist hier drin? Das ist der Gänsefond, der im Ofen zusammengelaufen ist, unter unseren Gänsen. Ich mache noch den. Den haben wir schön übergossen und da wird er dann so schön. Ne? Okay. Von dem Tomatenmark. Kommt jetzt das Ketchup mit rein? Ja. Tomatenmark. Ja. Tomatenmark. So ein Löffel. Ja. Was ist der Unterschied zwischen Tomatenmark und Ketchup? Ketchup ist gewürzt mit Zucker. Okay. Okay. Das lassen wir mit anbraten, dass wir eine schöne dunkle Soße haben. So, jetzt können wir schon mal mit wenig. Jetzt schon mal wenig drauf, ja? Wenig.
ein bisschen. Noch ein bisschen mehr. Gut, das reicht. Ja. Und das rühren wir schön runter. So, das brutzelt jetzt vor sich hin. Lass mal nochmal einkochen und dann können wir aufgießen. Mhm. Mit dem Rest. Dann geht das alles durch ein Sieb und die Soße bleibt übrig. Dann machen wir das alles durch ein Sieb und tun es eventuell noch ein bisschen abbinden mit Stärke. So, braucht er mehr Saft? Können wir aufgießen jetzt. Aufgießen. Und jetzt. Dann lassen wir das durchkochen. Und dann gibt es die Soße. Ist die Soße fast frisch. So. Perfekt. Okay. So. Okay. Klasse, haben wir die Soße. Ja. Und jetzt gibt's Essen. Jetzt kommt Essen. Jetzt gibt's Essen. So, und André und die Morgenmädels wünschen allen fröhliche Weihnachten. Und einen schönen Gänsebraten. Und ein herzliches Glück auf. Jo, guten Appetit.